Willkommen zurück. Ich bin dabei, gerade habe meinen letzten ausgewählt, den ich von der Transferliste nehme. Ich hoffe, das funktioniert und der läuft auch nicht aus. Ja, es geht. Perfekt, dann bist du immerhin schon 6 Spieler los. Ja. Da zahlst du, glaube ich, nur die Hälfte des Gehalts. Geld habe ich 8,98,4, beziehungsweise mein Torwart ist noch nicht da. Der kostet ja noch 10 Millionen, also habe ich 9,4 Millionen ungefähr. Ja. So kann ich mit 10 Millionen rechnen. Ein Flügelspieler wäre interessant, natürlich. Mehr LA oder mehr RA? Müsstest schauen, was Boateng kann. Das ist vollkommen korrekt. Natürlich ist das korrekt. Boateng kann ja. RA. Das werde ich mir in LA besorgen. Verstehe ich. Wollte ich eh sowieso anklicken, wieso hinderst du mich daran, Philipp? So. Um Zeit zu schinden. Wir brauchen mehr Parts. Halt. Wer sonst? Deo von Barcelona, der. Was ist das denn? Ja. Conor Blair, der klingt so wie mein Managername. Ukraine. Turan. Dosic. 74. Das Backup sicher interessant. Kriegst du ihn? Und das Geld? Ich gehe jetzt mal auf Marktwert und schau mal, was ich so kriege. Sind alle nicht alt? Hast du das Alter eingeschränkt? Traore, ja, ja. Ah, okay, deswegen. Da unten ist Valentin Stocker von Basel. Den finde ich so cool. Stocker. Ich weiß noch nicht, was der ist. Ja. Hat der Philipp Massenmails bekommen? Ja, alles Spam.
nicht hinkommen. Ist doch okay. Oh, wer geil gewesen wäre, wäre Kevin Campbell. Richtig. So. Wir werden nicht verlieren. 7,75. Die sind schon heftig stärker. Mhm. Was hat Bielefeld 6,80 oder so bei mir, gell? Da ist das erste Tor. Alle Spieler aufwärmen, dann machen wir schnell. Das ist doch nur ein Freundschaftsspiel. 1-0 ist vollkommen okay. Ja. Da würde ich alle mal auswechseln. Das sind alle nicht so viel schwächer, meine Ersatzleute. Hast du im Kalender eigentlich schon gesehen, wo du im Europapokal einsteigst? Was kann der Clemens denn alles? Boah, LARA 72. Und du suchst wegen Backup. Kennst du diesen Christian Clemens überhaupt? Ich kenne ihn nicht. Doch, er sagt mir was. Ich glaube, ich habe ihn im Alten schon mal gesehen, im 13. Ja, dann würde ich sagen, los. Ansprachen, oder? Ach ja, Halbzeitansprache. Sieht sehr gut aus. Ja. Wir gehen volles Risiko. Das und lasse ich im Gespräch, Assistent. Der macht das eigentlich ganz gut. So, ich warte jetzt noch auf das 2-0. Das was ist, wenn es nicht kommt, dann müssen wir uns das ganze Spiel anschauen. Das ist komplett richtig, Philipp. Okay, schön. Ich nehme mir mal meinen Kaffee. Das 2-0, ich will nicht länger zusehen. Das ist richtig, mach das endlich. Buana Nauta ist dort. Na dann, gute Nacht. Der war doch beim Malaga, oder? Na dann, gute Nacht. Ach, weißt du was, mir geht das jetzt selber auf den Keks. Da ist das 2-0. Perfekt, wer war's? Boateng. Boateng, sehr schön. Meine Ansprache hat geholfen, 2-0. Der Beste war Christian Fuchs, war der Beste. Höchst interessant. Unglaublich, aber wahr. Sigurdsson passt, finde ich, ganz gut zu Schalke. Ja. Knoche, passt. Knoche steht ab jetzt unter Vertrag. Reicht Website wahrscheinlich, oder? Enttäuschende Vorstellung. Ach. Ganz toll, Philipp, hast du das gemacht? Ja, für den vierten Verteidiger mache ich nicht extra eine Pressekonferenz. Hallo. So, wie machen wir das jetzt? Wen lassen wir zu Hause? Kehl brauche ich als Backup, ich muss Hofmann jetzt verleihen. Finde ich, ja, eigentlich ist es schade, aber wenn Mkhitaryan dann auch noch fit ist. Flo kommt ja in den Stimmbruch. Ein Frosch im Hals. Ist wohl eher. Frosch. Ich will nicht wissen, was du alles so im Hals hast. ja, Sturm wäre cool. Aber das wird mit dem Gehalt halt wahrscheinlich schwer. Ja. Mach. Ich will kein nicht vom Gehalt übernehmen. Ist dann natürlich. Warum machst du nicht Spielagent? Ja. Siehst du? Na, siehst du? Wieso geht er nicht? Wieso gehst du? Weil ihn niemand haben will. Tim Hoogland. Eine Million, wie viel ist er? Obasi ist auch wieder weg, jetzt hast du 13 Millionen, gell? 1,7. Ah. Ganz vergessen. Was kann ich vergessen? Ich habe ganz vergessen, dass Obasi noch nicht weg ist. Das meine ich. Dann hätte ich noch 7 Millionen. Ich lehne mal ab, weil ich das noch nicht gemacht habe in der ersten Mannschaft. War noch ein Marktwerk und dann erhöhen. So. Das finde ich, dann ist nämlich Hoogland
2,6 Millionen. Ja, statt 1,7, voll okay, finde ich. Ja. Ungefähr alle sind jetzt 1 Million mehr wert. Oder zwei. Außer Draxler. Was ist mit dem, der ist unverkäuflich wahrscheinlich. Statt 23. 24 wäre jetzt nicht so arg. Ja. Wie viel habe ich eingestellt? Wahrscheinlich 40 oder so, oder? Steht da nicht, ne? Ne. Dann schauen wir gleich mal nach. Das wäre ziemlich interessant. Doch da nicht. Da ja. Ja, gut geschätzt. 40. Da könnte man drüber reden, gell? Richtig. Das ist bei Reus auch so bei mir mit. Wenn da 50, 60 Millionen kommen, okay. Oder 75 für Lewandowski. 75? Nicht schlecht. Der hat anscheinend gute Vorbereitung jetzt gehabt. Ja, der war schlecht in Form, als er gekommen ist, was ich gesehen habe. Der hatte nur 7 Form. Cassis ist auch nicht schlecht, den werde ich jetzt einsetzen. Der hat da ziemlich zugelegt. Cassis ist auch jünger. Was kann Höger? Kann er nicht ja, wollte gerade sagen, RV nämlich auch sonst im Notfall. ZM und OM kann das auch. Dann könntest du aber Hochland wirklich wegtun, wenn du mit ihm mal einen RV-Backup hast. Ja. Ja, sobald die mal fit sind oder so. Transfermarkt ist ja noch 1,5 Monate lang offen. Richtig. Sollte ich jetzt nicht überstürzen, dass ich ihn einfach weggehe. Lille, Monaco, Amsterdam und Alkmaar werden zu stark sein. Braunschweig kann ich mir ganz gut vorstellen. Das wäre dann auch gleich ja, spielt er. Gleiche Liga. Das machen wir. Aber interessant, dass Lille interessiert ist. Monaco. Hm. Ich spiele am 19. gegen Lobstedt. Da können sie sich noch ein bisschen Selbstvertrauen aneignen und dann gegen die Bayern. Der ist nicht schlecht. Könnte was werden. Ja. Was machst du jetzt noch mit dem nötigen, mit dem restlichen Transferbudget? Ist Jones so stark plötzlich? Verrückt. Hoogland hat 16 Form. Das ist beflügelt durch die neue Transferablösesumme. Anscheinend. Die du eingestellt hast. 16 Form. Aber Fuchs auch 15 Form. Ja, die Vorbereitung bringt scheinbar was. Bevor wir das Spiel starten, haben wir aber eh schon wieder eine Pause. Die Zeit verfliegt eigentlich beim FM. Das heißt, ich kann endlich aufs Klo gehen und dann machen wir weiter. Nein, du musst den Part jetzt machen. Du gehst sicher nicht aufs Klo. Ich muss schon so dringend, Florian. Nein. Bitte, Onkel. Nein. Florian. Gut, wir okay. diskutieren das in der Pause aus. Also. Bis gleich. Tschüss. Ciao.